So, Freunde, es geht wieder an die Wuhle. Ja, Wuhle-Tour 8. Wetter ist gemischt, sind ein paar Wolken am Himmel, aber sonst geht's. Mal schauen, was ich heute fange. Ihr seid dabei. Viel Spaß bei dem Video. Ihr seht, es ist die Wuhle ist absolut verkrautet. Bis da hinten hin. Hier vorne alles voll mit Kraut. Hier sieht es nicht anders aus. Komplett zu. Ja, da werde ich jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwo ein paar schöne freie Stellen finde. Nummer 1. Kleines Rotauge. Ja, Freunde, jetzt ist eben meine Montage im Schilf gelandet. Ja, bin da beinahe ausgerutscht, habt ihr ja gesehen. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Also war noch ein bisschen Land. Eigentlich wollte ich jetzt hier angeln, aber ich gehe jetzt erstmal zu meiner letzten Stelle aus dem letzten Video. Werde da meine Montage neu binden und dann danach hier runtergehen. Ja, mal schauen. Hoffentlich fange ich noch was. Sehr schön. Zweiter Fisch. Schönes Rotauge. So, Freunde, jetzt sind wir hier an dem letzten Spot aus meinem letzten Video. Ich habe jetzt umgestellt auf, da ist er, auf eine Pose. Ich habe kein Blei dran. Ja, ich werde es jetzt hier noch eine Weile versuchen und dann ziehe ich zu meinem anderen Spot und dann schauen wir mal, was da noch so läuft. Freunde, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg zurück. Also ich werde am Wuhlesee lang gehen, werde da nochmal schauen, ob sich da was fangen lässt. Und dann halt noch das kleine Stück vom Wuhlesee an der Wuhle lang bis zum Auto. Ja, lief heute mittelmäßig. Gut, war jetzt auch nur, glaube ich, 2 Stunden unterwegs. Aber da die Stellen, also viele Stellen, verkrautet sind, lässt sich die Wuhle halt nicht so gut beangeln. Wie gesagt, ich schaue jetzt nochmal am Wuhlesee, ob ich da noch was fange. Wenn, dann zeige ich es euch. Wenn nicht, ist das hier schon das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, ein Abo. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. So, Freunde, jetzt
habe ich doch noch einen rausgeholt. Kleines Rotauge hier am Wuhlesee. Schönes kleines Rotauge hier auch. Also hier null Blei. Meine selbstgebastelte Pose. Na, Fokus. Und hier das Rotauge. Oh, und noch eins. Noch ein sehr kleines Rotauge. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, was mir hier auf jeden Fall eben durch den Kopf gegangen ist, das waren die ersten zwei Fische, die ich hier seit langer Zeit gefangen habe. Ich habe es ab und zu mal zwischendurch hier probiert, aber nie was gefangen. Und ich hoffe, dass sich der See jetzt langsam regeneriert, weil hier auch extremer Angeldruck herrscht. Und ich hoffe, dass die Bestände sich jetzt so ein bisschen erholt haben und dass das jetzt so das erste Zeichen ist, dass die Friedfische vor allem wieder zurückkommen. So, Freunde, jetzt geht's aber ab zum Auto. Es hat nichts mehr gebissen. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Bis zum nächsten Mal.